Ja, hallo Leute draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Projekt Ozone 2. Und mit mir am Start habe ich wieder der Benose. Hallo Benose. Guten Tag. So, haben wir zufällig schon Lexi Abotania, ja. War. Charged. Obwohl, das zählt doch jetzt, also Meter. ich kann es. Ach, jetzt brauche ich das Zeug dann. Okay, da brauche ich jetzt das Lebeholz und den Lebestein. Da brauche ich quasi jetzt ganz normale Stein, war das, gell? Ja, ich glaube schon. Was ist denn damit hier? Kann ich die nicht bauen? Ach ne, da brauchst du 8, was soll ich das Fluis-Blocks für? Naja. Hast du Bindegemisch hergestellt, ja? Oh, da bin ich gleich. Hilfe! Machst du ins ME-System, ne? Ja. Jetzt rettest du den Gegner hier. Ach, du hast halt Magnet dann. Das Quarz. Ja, ich würde ja gerne mal eben kurz Fluix-Kristalle machen, aber du hast ja da Magnet an. Ich habe ihn ausgemacht. Du musst mir das bloß sagen, wenn du Muss das mir nicht das sagst. Zeug nur wiedergeben. Wie mäßig stimmt. Okay. Das, das. Muss ich das eigentlich auf Gras machen oder kann ich das auch normal auf Erde? Was? Dem Pewter da. Du kannst halt auf Gras oder Erde machen, das ist egal. So viel ich weiß. Ich glaube, da macht keinen Unterschied. Ja, jetzt aber, wenn du es nicht weißt, was sollst du denn wissen, du als Experte? Warum macht er kein Fluix? Habe ich das falsche? Charge, Netherquartz? Hä? Charge, Certus, Netherquartz und Redstone. Ja. Und wo ist jetzt dein Problem, Junge? Ja, Coins. Kannst du da mal machen hier? Was ist denn los mit dir? Mach's Fluix-Kristalle. Ach, ich weiß warum. Das hat falsche, ne? Das ist ein Wasserblock, einen halben Wasserblock zu tief wahrscheinlich. Ah, geht doch. Und ich gleich so. So, Stück. Wie lange ist da? Ah, jetzt verwandelt sich's gerade, weil ich habe immer gespannt, wie lange das ist da wird. So, ich würde nämlich fast sagen, ich baue mal noch die Chamber, weil dann geht das einfacher alles. Aber ich glaube, ich gehe noch mal da rum, machen wir noch mal. War klar, dass jetzt Machen wir Kabel noch. fehlen. Nochmal so pur Daisy, weil eine ist ein bisschen arg wenig. Ja, da hast du recht. Ein Höpper, ein Käbelchen und da ist die Crystal Growth Chamber. Die richtig cool ist tatsächlich. Dann stellen wir die mal hier. Schauen wir sie da drauf. Sollte eigentlich gehen. Ja. Sehr gut. So. Geht doch. Skystone. Was mich jetzt wundert, Ja. wenn ich drüber in der Skywelt auf Gras noch einmal ansetze, dann kriege ich nur blaue Orchidee raus. Wenn ich in der Aroma-Dimension bin. Knochen, ach so, Knochenmehl. Okay. In der Aroma-Dimension kriege ich die Löwenzahn und die Dämonen raus. Okay. Pure Dingenskirchen, genau, da brauchte ich den Dust, ne? Ja. Fluix.
Dust. Hier wächst so viel Gras, das sollten wir echt im Meer können, Schreiber. Obwohl, durch den Pulverreiser gejagt, durch die Pulverwitzer. Haben wir den Sand vermengt und fertig. Was sind du für frevelhafte Experiment? Ich züchte gerade Samen. Nein, ich mach gerade hier einen ME-Controller, dass ich mehr Channels unten habe für das ME-System. Laschte. Wir wird sein aber jede Menge, aber was mir fehlt, ist wirklich Mond. So, da sind sie fertig. Sehr schön. Ja, probier, wenn ich die in Pulverreifen reinschmeiß. Dann werde ich die mal hier in den E-Controller bauen. Dann ist doppelt. Sehr gut. Da habe ich ihn ja schon. Interessant. Hätte ich früher wissen müssen. Warum habe ich eigentlich keine Wrench? Du kriegst vierfache raus im Pulverreiser, gell? Baube. Okay. If I had a hammer. So. Was sind da Zombies hier? Keine Ahnung. Dort irgendwo. So, einen ME-Controller habe ich angeschlossen. Sehr gut. Da muss ich immer komplett umrandet, die Bürde ist sie, oder? Geht es auch anders? Ja, was ist? Weiß ich wohl gar keine Minute zu haben. Ja, ich bin wieder da. So. Muss ich immer komplett umrandet, die Bürde ist sie, oder? Ja, komplett muss jetzt nicht unbedingt, aber ja, hast recht. Nee, meine, dass es überhaupt funktioniert. So, ey, cool, wusstest du eigentlich, dass du mit der Wrench, dass du den Dingens ändern kannst, die Slaps? Ja. Okay, ja, ich wusste das nicht. Was meinst du, wie oft mir das schon passiert ist? Ich gucke mich gar nicht, du klickst so gerade daneben, hä, warum ist die Flap jetzt oben? Alles klar. Nee, ich wusste das nicht. Schon war mal passiert. So. Mal drüber gucken, dass das funktioniert.
Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal unten Dense Cable verlegt. Das heißt, ein paar Channels mehr. Schon mal gut. Aber eine blöde Frage. Ja. Brauche ich die Biodrese ja noch für was anderes, außer für die Verwandlung? Nein. Wollte ja gar keine mehr machen. Nee, die brauchst du eigentlich nur dafür, ja. Also für mehr nicht. Wollte nur noch Stab des Waldes. Ja, der Rent of the Forest, auch genannt. Hier steht Stab des Waldes. Ja, so heißt es auf Englisch, aber. Oh. So, das habe ich. So viele unterschiedliche. Ja, da brauchst du, ist egal, da brauchst du eigentlich eh nur eine Farbe. Achso, wegen der Farbe ist das. Ja. Okay. Wie komme ich an die Farbe ran? Indem Achso, ja klar, du logisch. die Mystical Scheiße. Dingens da benutzt. Ja, klar. So. So. Das auch noch da rein und Weidencode steht da jetzt bei mir drin. ja, und wenn du Shift rechts gehen machst, macht den Function Mode oder Funktionsmode. Was heißt das? Der Bind-Mode ist zum Beispiel, um diese Mana-Spreader oder Mana-Verteiler oder wie immer die auf Deutsch heißen, auf einen Mana-Pool zu Konfigurieren oder binden. was? Ne, mit Okay. Bind-Mode bindest du Sachen. Also zum Beispiel Pflanzen auf einen Mana-Spreader, Mana-Spreader auf einen Mana-Pool, ein Spark zum Beispiel später auf irgendwas anderes. Und Function-Mode ist, da kannst du gewisse Sachen sehen, zum Beispiel welche Pflanze auf welchem Pool zum Beispiel drauf zeigt und all so ein Scheiß. Also jetzt mal so erklärt. Achso, das ist quasi, wo was herkommt. Ja, genau. So könnte man sagen, ja. Ja. Dann schon mal kurz die Quest-Botanie, ja, dass ich die mit auch krieg. Ach, die Pflanzen meinst du? Welche willst du haben? Kriegst du alle. Achso, Brauchst du Vakuumruhe? ja. Brauchst du gegen Blume? Ja. Sehr gut. Die brauche ich nämlich für die Deep Storage Units tatsächlich. Oh, das Mann hab ich ja. Ah, toll. Ich habe schon wieder Viadukte gekriegt. Blöd Da ist brauche ich halt den nur, Lebestein, glaube die Deep ich. Storage Units, die sind kackteuer, ey. Anders. Anders. So. Okay. Mana Perle, Mana Diamant. Ja. Mal jetzt in den Mana Pick, oder wie? Ja, da musst du Mana für haben, ja. Ja, ist es denn eigentlich sinnvoller, von dem Mana Verbreiter mehr aufzubauen, wie das ein, oder? Ein. Ich mache jetzt mal Macht keinen ein. Unterschied. Nein. Hast du die Sachen? Ja, also jetzt habe ich hier das Mana Becker. Ja, genau. Und dann stelle ich den wie weit weg. Du musst sowieso größer bauen hier. Das sagt ihr jetzt schon. Am besten irgendwie in der Richtung oder in der. Kannst du dir aussuchen. Können wir mal kurz machen, warte. Ah ja, es gibt ja die da, okay. Bilderswand. Bilderswand. Ich hab einen, ja. Brauch nur Ja. Erde. Okay. Da reißt er schon wieder, gibt's ja gar nicht.
Ich habe 4 Stacks Erde. Ein Bild der Sponsor, dann baue ich ihn auf. Warte. Hier. Genau, einfach eine Länge ziehen. Da brauchst du, in Botania braucht man ein bisschen Platz. Ich brauche quasi nicht weiter. Ach, das geht ja. Du musst jetzt eine Lage Erde dran machen. So, weil das. Genau, weil das Gras ist. Weiter ging's nämlich. Weiter mal Pack. Ja, reicht, glaube ich, erstmal. Das sind Runen Ambrosium-Fackeln. Ich weiß ja so viele davon. Sind die nicht störend, wenn wir die jetzt da so open? Ja, da können wir gleich ein paar abreißen. So, du baust jetzt einen Mana-Spreader erstmal. Hab ich, ja. Bau dir noch ein bisschen, was ich hier hin oder so. Da. Genau, oder da. Genau. So, den Bein ist jetzt erstmal. Oder steht der jetzt falsch? Nimm mal den Zauberstab, der da ist. Genau. Der muss auf Beinmod stehen. Der muss auf Beinmod stehen. Ja, das ist schon klar. Nimm den Zauberstab. Ich erkläre es dir jetzt. Steht auf Beinmod. Der Zauberstab. Dümmer Shift-Rechtsklick. Beinmod, ja. Ja, und jetzt machst du mit Shift-Rechtsklick auf das Ding. Oder Linksklick, oder das? Shift-Rechtsklick, jetzt ist schon Mach nochmal Shift, mach nochmal Shift-Rechtsklick und dann mach mal mit Shift-Linksklick. Auf den Spreader hier. Weiß ja gar nichts. Ist da eine Umrandung dran? Jetzt ja. Ja. Mit Rechtsklick. Genau. Und dann machst du den anderen Rechtsklick hier unten drauf. Auf den Speaker? Ja. Genauso wie du gerade gemacht hast. Ja. Genau. Und jetzt hat er sich umgedreht. Siehst du? Jetzt ist er darauf gebindet. Da heißt er schießt. Macht das jetzt aber Sinn, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, von jeder Seite einen herrschig? Du kannst auch hier neben einstellen. Der, kannst auch, der schießt auch schräg, ne? Ja, macht das Sinn? Ich würde jetzt erst, wie viel Pflanze nasse? Botalia-Pflanze? Ja, genau. Von den Dayblooms und Nightshade und sowas. Also Nachtblume oder Nacht, was weiß ich was, und Nachtschatten. Tagesbilde, Nachtschatten, bloß ja. Die. Wie viel hast du denn? Was ist denn? Nein. G6. Die baust du jetzt hier an. Guck mal her. Hier. Du baust jetzt die wie im Schachbrett an. Die Tag- und Nachtblumenwechsel. Genau. Genau. Ja. Genau so. Das ist nämlich die perfekte Anordnung. Und die Nachtschatten. Der kriegt ja noch mehr Mana, oder was? Der kriegt jetzt sogar schon Mana. Wenn du jetzt den Dingens auf Function Mode stellst, dann siehst du das schon, dass der hier Mana kriegt, der Spreader. Da, Zong hat er Mana geschossen. Ah, jetzt ist meiner, aber ich sehe nicht, wie viel das da drin ist. Das ist wahrscheinlich ganz wenig. Die bloße blaue Bode lachen. Ja, richtig, das ist ganz wenig. Das ist quasi der Mana-Verbreiter, der zieht aus denen Dinger da. Genau, der sammelt die Mana von den Pflanzen und schießt sie dann in den Mana-Pool, ja. Aber nur von denen? Es gibt mehrere Pflanzen. Sagen wir es mal so. Ich habe noch mehrere von Botania hier. Warte. Die Mystical, die bringen nichts. Die Mystical Plants nicht, die Flowers. Die bringen nur die Farbe da. Okay. Also es gibt noch welche, die mit Wasser funktionieren, gibt welche, die mit Lava funktionieren, es gibt welche, die funktionieren mit der TNT-Explosion, es gibt welche, die funktionieren mit Kohle, dann gibt es welche, die funktionieren mit Essen. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, ob ich die Tagesblüte craften kann. Da brauchst du gelb, orange. Ne, da brauche ich gucken und drücken mal drauf. Ah, doch, da. Weil da kam nämlich jetzt gerade noch was anderes. Extreme Crafting. Ach du Scheiße. Nee, Petronium Ingot. Das ist auch was anderes. Das ist eine andere Blume, die da rechts ist. Das ist nicht die. Ah, ich kann quasi dem Mana, dem quasi Apothekerpicke da. Genau, gelb, orange und blau, ja. Da kann ich quasi die ganze Botania-Pflanze jetzt in Farbe verwandeln. Da kann ich die quasi nochmal mehr von denen herstellen. Was ist das denn? Was ist denn? Geht die da nicht kaputt? Oder was?
Die auf jeden Fall gehen die Pflanzen kaputt irgendwann. Aber ich frage mich gerade, du kannst die in einen Mana-Pool reinschmeißen, die Dayblumen zum Beispiel. Und dann werden die zu einer anderen Dayblumen. Aber ich weiß nicht, was die bringt. Geht die dann nicht mehr kaputt? Dayblumen-Motiv? Genau die meine ich. Weil die werden, die verdorren irgendwann. Also die verwelken. Also das heißt, die sind dann irgendwann weg. Die Blumen, die hier stehen. Ich kann da alle reinschmeißen. Ja, genau. Ich frage mich gerade, was das dann... Weil die sind dann nicht mehr passiv. Weil das sind dann... müsste man ausprobieren, vielleicht mal mit einer. Ja, wie viel brauche ich da mal? Ach, da brauchst du den Alchemie-Katalyst, brauchst du. Da brauche ich die Mana-Perle. Ja, du brauchst auch Mana-Infused Ingots. Brauchst du Mana-Infused Ore. Mache ich das her? Ja. Haben wir das nicht sogar schon? Aus dem Nether zum Beispiel. Ah, Mithril-Ohr. Ja, aus Mithril kriegst du dann, okay. Den brauchst du nämlich, den Katalyst darunter. Oh, die Folge ist schon vorbei. Deswegen würde ich sagen. Wie schon wieder? Das habe ich doch gerade mal ein blödes Ding. Ist aber so. Deswegen würde ich wieder sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Guckt bei Schwabe rum, Link wie immer in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.